Au. Vielleicht kommen wir da und hier rüber. Recht so. So schnell kann ich mich doch nicht orientieren. Das ist die Scheibe am Weg. Das ist schwierig. Okay, wie können wir von hier aus dahin schießen? Ziemlich gar nicht. Wir müssen ja dann fallen. Also wir müssen im Fallen irgendwie rüberkommen. Dann müssen wir mal. Uff. Wir haben irgendwie nur einen Versuch. Ja, jetzt haben wir keinen Versuch mehr. Bis dahin noch hin. Tja. Sonst können wir hier mal kurz Ausblick auf da oben werfen. Können wir ja da irgendwie stehen bleiben. Eben haben wir es schon irgendwie geschafft. Und dann haben wir hier keine Möglichkeiten.
sicher wäre, wäre es einfach. Dadurch, dass es da ist. Uff. Nicht die Lilith mit Hirnschmalz. Wir kommen da doch nicht dran. Und wenn die runterfallen, müssen wir im Springen schon Aktion haben. Jetzt hier reinspringen. Hier raus gedonnert und sind wieder da, fliegen wir zu weit. Die einzige Lösung, die ich sehe gerade, ist, dass wir im Sprung es irgendwie schaffen, dort drüben einen hinzuknallen und dann los dann über, was jetzt absolut unmöglich ist hier. Da musst du präzise zielen. Hätte ich für fast unmöglich. Das wäre was geworden, wenn wir richtig gesprungen wären. Vielleicht können wir auch. Genau so. Verschlossen. Die Kontrolle. Der Kontrollraum. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar das ist so. In Bar? Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazu gehört. Beschmieren. Glas beschmieren.
Horizont kann man nichts mehr sehen. Okay, wenn wir rauswachsen. Interessant. Nicht. Okay, jetzt können wir vielleicht hier oben rein. Was uns auch nicht besonders viel bringt. Wir können hier absolut nichts tun. Vielleicht schaffen wir es irgendwie durchs Boot zu fliegen. Ein Versuch wäre es wert. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Das kennen wir doch schon. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht... Okay. Zu weit. Zu niedrig. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Sehr fast. Das noch zu viel, müssen wir das Gitter irgendwie aufkriegen. Ich frage mich nur wie. Jetzt müssen wir uns wieder diesen Text, diesen Monolog anhören. Schluchzheul. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr.
Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ich wollte jetzt nicht unbedingt hin. Furzmeck. War noch schon weiter. Jetzt habe ich einen Schritt zurückgetan, oder? Hier waren wir doch schon. Oh nein! Nein, 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 nein. Nein. Scheiße. Wie haben wir das nochmal gemacht? So haben wir es gemacht. Idee. Oh. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Du hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Oh. Ist echt nervig mit dem Audio. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Zu tief. Ich glaube, fast ganz oben war das schon. War das fast richtig. Sei gegrüßt, mein Freund. Schnauze. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann
Kleinigkeit wäre echt fast genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas. Fast. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Da kommen wir her. Ich muss es noch ein bisschen höher, aber noch ein bisschen höher ist schwierig. Sehe ich maximal höher. Tja, ich weiß nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass wir dadurch das U durchfliegen müssen. Okay. Mein Laptop will gerade einen Neustart machen. Problem aufgetreten. Fantastisch. Schießen. Ich hoffe, ich bin noch live. Ein Schalter, den wir betätigen können, das verdammte Tor zu öffnen. Das ist ja schon mal richtig. Prinzipiell könnte man es doch schaffen, wenn die Tür offen ist. Wozu ist denn diese Plattform da? Können wir hier irgendwas? Ja, als Nutze oder wie? Okay.
los. Ja, von hier aus hört mir auch nichts auf. Oh, hier kommen wir längs. Das wäre mal eine Idee. Schiff über Bord. Ein Secret entdeckt oder was? Scheint mir fast so. Weil die kommt natürlich jetzt hier nicht wirklich. Tja. Zum Dach hin. Machen. Nadine hatte wirklich die Ideen aus. Da wäre auch nichts, dass wir irgendwie was wir da machen könnten. Was geben, da was einzuschalten.